Willkommen zurück zu einer neuen Runde Castlevania. So, legen wir mal gleich los und wir werden gleich sterben. Ich sehe schon kommen. Würdest du bitte sterben? Danke. Ich habe übrigens so einen ganz kleinen Glitch gefunden. Nämlich, wenn man hier den Peitsch-Button hier so spammt wie blöde und im richtigen Moment dann zur Seite drückt, dann kann man sich gerade so ein bisschen bewegen. Klappt auch nicht immer und manchmal, wenn man dann gedrückt hält, dann kann man sich zur Seite bewegen damit. Das ist irgendwie ein Bug oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde das eigentlich ganz nett und ja. Das war gerade mehr Glück als Verstand. Okay. Ey, würdest du das bitte lassen? Ey, du Schwein. Ey. Kann doch jetzt hier nicht mit dem Bug verrecken. Ich kann mit dem Bug verrecken. Das gibt's nicht. Okay. Verrecke. Verrecke. Verrecke, recke, recke. Aber ich spring auch noch rein hier in den Depp. Ich mache hier zurzeit immer nur Buttonmashing mit dem Peitschenknopf hier und mit dem ein Steuerkreuz. Herrlich. Weil ich finde das derzeit schon irgendwie cool, dass ich das entdeckt habe. Falls ich der Erste bin, der es entdeckt hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber naja. Entdeckt habe ich's für mich selbst. Das reicht mir. Und das ist mir Grund genug, dass ich das hier einsetzen kann. Ne? Nur irgendwie irritieren mich ja auch leicht diese Bildfehler, die hier manchmal sind. Von den Skeletten und ähnlichen Gedöns. Na, jetzt macht das nicht mehr. Doch, jetzt geht es. Okay. So, dann hier nochmal. Und dann sind wir jetzt schon mal ein Stückchen weiter vom letzten Todesbildschirm entfernt. So, geht tot. Danke. Na super, jetzt kommt hier wieder der Möchtegeld Igor. Gib mir auf den Keks hier. Ich habe keine Kekse. Geh weg. So, der bleibt unten. Das ist auch gut. Los, komm her. Sehr schön. Und hier haben wir noch eine Keule drin. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Deswegen halt, ne? So. Dann wollen wir mal weiter an unsere Lieblingsstelle. Mal sehen, ob wir hier jetzt heute vorbeikommen. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass wir es nicht tun. Weg, 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 weg. Oh, ich kann die Echse zerstören. Das ist gut, das ist gut, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Komm ran hier. Jetzt versuche ich hier wieder ranzugehen. Jetzt geht es. Nochmal, nochmal. Los, geht doch. Jetzt ist er aus dem Bildschirm raus. Es ist ja hilfreich. Na gut. Dann wollen wir zu ihm hier. Hep. Nein, so nicht. Hier näher an die Kante ran, sonst wird das nichts. Aber ich würde halt gern auf dem Vorsprung hier drauf springen und dann da ran. So. Genau, komm ran an meinen Peitsche. Sehr schön. Die Axt ist auch weg, da ist ja nicht einsammeln, weil, wie gesagt, ich würde halt gerne beim Dingens bleiben. Ob das was wird, weiß ich nicht. Aber man kann es ja versuchen. Jetzt warten wir, bis das Skelett da oben irgendwie weg ist. Genau, bis es umkehrt und dann können wir hoch. Und ihm in den Rücken fallen, wenn wir nicht die Treppe wieder runtergehen würden. So. Und vorbei hier. Nee, das ist ein Scheiß. Bleib unten. Und du auch, du Mistsack. Und ich finde die Musik immer noch super. Muss ich ja ehrlich gestehen. So, verrecke da hinten. Jetzt versuche ich hier wieder näher ranzugehen. Noch ein Stückchen. Ich finde das echt super. Weißt du, du bist hier nur am Buttonmashing und irgendwas funktioniert dann. Jetzt kommt hier der Axtwerfer nicht so nah ran und jetzt ist mir das Skelett eigentlich im Weg. Nein, das war so klar, das war so klar. Umdrehen, umdrehen, ducken. Und weiter. Und was ist mit der Musik auf einmal? Was ist mit der Musik? Sie ist auf einmal nicht mehr so schön. Get down. Muss ich nicht verstehen, ne, was mit der Musik abgeht hier, ne? Ach, noch so ein Scheiß, ne? Ist doch nicht wahr. Hier, friss das. Nein, nein. Oh, gut. Gerade so noch abgewehrt. Los, geh weg. Jetzt
versuche hier noch näher ranzugehen. Ich bin mir sicher, das ist nicht so gewollt, dass ich hier so rumditschen kann, ne? Aber da ich ja so wenig Talent habe bei diesen Level vor allem, das da dachte ich mir einfach mal so, ja, ne? Nutzt du mal gleich aus. Nein. Das ist mir ein Skelett da unten in Quere. Ja, haben wir hier vielleicht irgendwas zu essen drin? Natürlich nicht. Wieso denn auch? Okay, gehen wir weiter und hoffen wir, dass der Soundfehler bald aufhört, weil es klingt ja schon irgendwie furchtbar. Na, super, ist ja wieder hier unser toller Freund, der Totenkopf-Typ. Und damit meine ich nicht ein Skelett. Bleib unten! Danke. Ist ja sehr nett von dir, dass du auf mich hörst. Na, super. Skelett von hinten, das er attackiert, der andere Typ von hier vorne. Vorrangig. Aber das ging ja noch gerade so. So, weg. Einfach hier die Treppe hoch. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten Raum im ganzen Spiel. Zumindest was der Angry Video Game Nerd dazu sagt. Ne? Also ist der schlimmste Raum ever. Super, und jetzt habe ich auch noch so ein dämliches Schwert eingesammelt. Das wollte ich doch gar nicht. Nein, da schmeckt die Medusa. Weißt du, so der Raum, weißt du, wo du auf alles achten musst. Einfach auf alles. Der Tod ist unausweichlich. Verrecke, 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 verrecke. So. Das hätten wir schon mal. Maximale Reichweite haben wir auch. Bleibt erstmal das Skelettchen unten liegen. Oben hat er nichts zu suchen. Immer schön draufhauen. So, dass wir hier einfach vorbei können. Down. Danke. So, und wieder hier. Super. So, das war Glück. Das war auch Glück. Wow, das war auch Glück. Das war auch Glück. Okay. So könnte es eigentlich dauernd laufen. Nein, natürlich nicht. Geht das hier, oder ich jetzt hier so einfach so durchlaufe? Ah, es wird sehr knapp. Es wird sehr knapp. Es wird sehr knapp. Versuche es weiterhin. Und willkommen beim Boss. Ja, scheiß Reaper. Mit der beschissensten Boss-Taktik in Castlevania ever. Na. Ah. Geh weg. Nein, die Sicher erwischt mich natürlich. Wir müssen irgendwie versuchen, dass wir ihn hier beseitigen, aber er hält so viel aus und er ist einfach nur scheiße und. Ah. Ah, ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen kann. Ich hoffe es. Nein, wieso muss ich jetzt da hinlaufen? Das war irgendwie doof. Deshalb muss man versuchen, hier so ein bisschen ohne viel Schaden dann in den nächsten Raum zu kommen. Und im nächsten Raum halt auch eine Möglichkeit, keinen Schaden zu bekommen und so. Das wäre super. So. Ja. Jetzt haben wir Energie und keine tolle Waffe dafür. Geh weg. So, und einfach wieder durchdingsen. Wird schon. Nein, voll in ihn reingelaufen hier. Das gibt's doch nicht. Extra Leben. Nein. So, nein, er erwischt mich einfach die Axt. Das gibt's doch nicht. Aber irgendwie habe ich kein Leben verloren. Ich hatte eben 4. Ich hatte davor 4. Ich habe mich schon gewundert, warum ich schon so lange kein Game Over Screen mehr gesehen habe. Also eine Geheimtaktik gegen den Reaper ist ja mit dem Weihwasser zu attackieren. Aber wenn wir jetzt schon wieder so einen Ninja Gaiden Bug erreicht haben, dann kommen wir auch nicht mehr ins erste Teil Level. Was den Nachteil hat, dass wir nicht mal an das Weihwasser kommen, weil es hier in der Nähe kein Weihwasser gibt. Außer da ist in dem Medusa-Raum irgendwas an Weihwasser versteckt. Das weiß ich natürlich nicht. Da könnte man natürlich gucken. Herzen.
Alter, wie soll ich denn auch an die Dinger da oben kommen? Kerzen. Dieser Raum ist einfach nur der Horror. Ehrlich. Na, ja, erwisch mich, du Scheißdings. Gibt's doch nicht. Ja, erwisch mich nochmal. Das gibt's doch nicht. Das schaffe ich nie. Nie im Leben. Weg. Da ist auch kein Weihwasser drin. Nee, da ist nur so ein scheiß Bumerang. Ein Kreuzrang, sozusagen. Den brauche ich jetzt gar nicht. So. Versuchen wir es jetzt nochmal. Wird schon furchtbar irgendwie. Irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, jetzt im Zusammenhang mit den ganzen Sound-Dingern, die da gerade irgendwie schief laufen, ist auch das Ganze mit der Steuerung hier wesentlich... Ja, es geht schneller mit dieser Kollisionsabfrage von Peitsche und nach rechts glitschen. Ich weiß nicht, ob es am Emulator liegt oder sowas. Also ich will mich jetzt hier nicht durchcheaten. Dann würde ich doch eher gucken, dass ich das Spiel nochmal runterlade oder sowas und eventuell anderen Emulator oder sowas versuche. Kann ja sein, dass es damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Allerdings finde ich das auch sehr angenehm, weißt du? Ich weiß auch nicht, ob es nur temporäre Backgedöns ist, was jetzt aufgetreten ist durch... Ich weiß auch nicht. Könnte ja auch sein, dass es dann beim Neustart oder sowas wieder funktioniert. Nein, voll reingelaufen. Du kannst mich mal und ich muss mich ducken. Ja. Ah, scheiß Medusa. Ich hasse dich. Klappt das hier, wenn ich hier unten bleibe? Nein, er kommt nicht nah genug dran. Natürlich nicht. Ah. Ich glaube, ich hasse. Und bin tot. Herrlich. Das ist absoluter Horror. Vor allem, wie soll ich denn da bitte schon durchkommen mit dem Weihwasser dann in der Hand, was es nur am Anfang gibt? Und so, ich könnte kotzen, ehrlich. Da bin ich ja echt kurz am Überlegen, ob ich auch mit Safe States das Ganze versuche. Dass ich dann den Medusa-Raum hinter mir lasse und sowas und hier versuche, möglichst perfekt durchzukommen. Weißt du? Aber zumindest nur für dieses Level. Weil ich glaube nicht, dass ich dafür Chancen habe. Oder zumindest mich durch Safe Stage zum Reaper. Meinetwegen mit dem Weihwasser in der Hand und das dann versuche, auch ohne Weihwasser dann hinzubekommen. Weil die Methode mit dem Weihwasser ist ziemlich, naja, lame. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall muss ich den Emulator neu starten, das geht ja gar nicht. Echt nicht. Das kann man doch nicht anbieten hier. Ja. Verrecke. Er ist verreckt. Er hat auf mich gehört. Er ist ja nett. Geh weg. Schön. Und jetzt haben wir... Können wir uns einmal treffen lassen vom Reaper, falls wir da ankommen. Kommt tatsächlich an. Ist hier vielleicht noch ein Weihwasser drin? Nein, natürlich nicht. Ach, Kacke. So. Na, siehst du, da ist die erste Sichel und schon down. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde den Emulator einmal neu starten, werde da anfangen, wo wir heute angefangen haben. Obwohl, vielleicht sehen wir uns auch noch kurz vorm Reaper, weil ich will euch das Level jetzt nicht nochmal unbedingt durchdingsen müssen. Wir haben es jetzt einmal gesehen, wie es in etwa ist, und wir sehen uns dann wahrscheinlich vorm Reaper mit dem Weihwasser mit 4 Leben. Und dann schauen wir mal, was wir da dann reißen. Also, sage ich jetzt einfach mal bis dann. Tschüss!